Meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch ein paar Sachen vorstellen, wo ich denke, dass sie tatsächlich ihr Geld wert sind. Es gibt ja Produkte, die schon relativ hochpreisig sind und dann denkt man sich, naja, ist es der Name, den ich zahle? Ist es das Packaging, das ich zahle? Oder ist es tatsächlich das Produkt selber? Ist es so einzigartig, dass es da irgendwie keine anderen Produkte, die so ähnlich sind oder ähnlich performen, auf dem Markt sind? Oder auch eine ähnliche Farbe haben. Also es ist für jeden persönlich natürlich immer eine andere Wertigkeit. Wenn man sagt, naja, ich finde den Lippenstift so toll, weil die Farbe so schön ist und deswegen ist mir das Geld wert. Oder sage ich von wegen, die Formel ist so einzigartig, deswegen ist es halt für mich was ganz Besonderes. Ich möchte euch jetzt meine persönlichen Highlights vorstellen und euch zeigen, warum ich jeden Penny dafür ausgeben würde, sozusagen. Ist jeder Cent wert, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen gehen wir gleich mal in Medias. Was ich persönlich, bin ich ja ein großer Fan von Lisa Eldridge und ihren Produkten. Es gibt kaum ein Produkt, was nicht funktioniert hat. Ich habe durch die Bank sehr, sehr viele Sachen ausprobiert. Foundation, getönte Tagescreme, Lippenstifte, Lip Liner. Was ich jetzt nicht gekauft habe, ist zum Beispiel Mascara, weil ich da einfach super zufrieden bin. Was noch? Ja, das Einzige, was nicht ganz so funktioniert hat, war tatsächlich das Creme Blush. Diese Creme Blushes hier, die sind super schön. Aber das Problem ist so ein bisschen das Packaging und die Konsistenz. Also, dass man es halt irgendwie kaum rausdrücken kann. Die werden halt sehr trocken. Und das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Vom Konzept her, von den Farben her, wunderschön. Aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert, dass es, wie gesagt, dass man es rausdrücken konnte. Eine Tube ist mir auch mal explodiert. Sie hat es ja auch nicht wieder ins Programm aufgenommen. Das war das Einzige. Was ich aber ein tolles Konzept finde, sind zum Beispiel die Lidschattenpaletten. Die sind nicht billig. Da kostet so eine Lidschattenpalette knapp 60 Euro. Und das sind kleine. Aber ich finde, das Packaging sieht super wertig aus. Auch sehr schön, also glatt und hier so ein bisschen geriffelt. Also es ist sehr, sehr edel. Es fühlt sich auch wertig an. Was mir wahnsinnig gut gefällt, ist einfach, sind die verschiedenen Farbkonzepte, ist ein Spiegel mit dabei. Das ist zum Beispiel, das ist meine absolute Lieblingspalette, die heißt Vega, weil die einfach diese wunderschönen, kühleren Farben hat. Und die trage ich auch heute. Und sie hat auch unterschiedliche Finishes. Ne? Sie hat also so ein bisschen Glitzertopper, dann hat sie richtige metallische Sheens, dann hat sie so Cream to Powder, sie hat nur Powder. Also es gibt ganz unterschiedliche Texturen. Und auch unterschiedlich, auch in den Paletten immer unterschiedlich. Und wunderschöne Color Stories. Und ich finde halt toll, weil so eine Palette überfordert mich nicht. Ne? Also wenn ich so eine große habe, also sagen wir mal so 15, 20, 30 Farben, bin ich dann leicht überfordert. Ne? Diese Palette mit 6 Farben, da habe ich jetzt auch wirklich nur 2, 3 Farben verwendet für diesen wunderschönen Look. Ich kann verschiedene Looks schminken und ich sehe, ich bin nicht überfordert. Und was ich auch ganz toll finde, das ist hinten, seht ihr da so Löcher und man kann die rausholen, zum Beispiel auch so einzelne Lidschatten Ersatz kaufen. Das heißt, wenn ich eine Farbe besonders gern verwende, wie zum Beispiel so eine Transition-Farbe, ne, die mal häufiger schneller leer geht als die anderen, das ist natürlich dann ärgerlich, wenn man eine neue Palette kaufen müsste wegen einer Farbe. Ne? Und das finde ich toll. Man kann jede Farbe einzeln nachkaufen und ändern. Ne? Oder ich kann auch mir selber die zusammenstellen, wie ich möchte. Und das finde ich halt toll. Ich finde alles toll an diesen Paletten. Die sind wirklich jeden Cent wert. Das Packaging, der Inhalt, die Farbzusammenstellung, das Refill, dass man es halt irgendwie, dass es nachhaltig ist, dass ich es nachkaufen kann, dass es eine schöne Größe hat. Ich kann die gut mit auf Reisen nehmen. Überfordert mich nicht. Einfach mega. Das hier ist eine Farbpalette, die habe ich jetzt erst relativ neu. Da waren 2 Farben kaputt. Lisa Eldridge hat den besten Kundenservice
ever. Ich habe da angerufen, beziehungsweise ich habe da eine E-Mail geschickt. Und habe gesagt, von wegen hier, das kam kaputt an. Ich habe Fotos gemacht. Am gleichen Tag, eine Stunde später, haben die mir so diese Ersatzteile rausgeschickt. Ne, weil es halt eben, das ist ja das Praktische daran, sie müssen nicht die komplette Palette austauschen, sondern eben nur die Farben. Also innerhalb von einer Stunde hat die das auf den Weg gebracht, dass ich dann innerhalb von ein oder zwei Tagen, dass ich dann diese beiden Ersatzlidschatten hatte. Mega. Ich habe das auch schon auch mal bei den Lippenstiften, die sind auch so ein bisschen so zart von der Konsistenz, dass die auch gerne mal abbrechen. Und da wird nicht rumdiskutiert und ach, ich muss es dann irgendwie ins Labor schicken und Quality Control. Es dauert dann 2 bis 3 Wochen, bis ich zurückkomme und schicke mal das Produkt ein. Wir müssen es erstmal prüfen. Nein, gar nichts. Du sagst von wegen, dass es dann, du schickst ein Foto hin und am gleichen Tag geht das Produkt wieder neu raus. Also das ist so einen guten und auch total lieben Kundenservice, habe ich noch nie erlebt wie bei Lisa Eldridge. Mega. Und es entspricht so die ganze Person, die ganze Philosophie. Sie hat tolle Produkte, eine tolle Qualität, einen kompletten Service drumherum. Einfach nur gut. Das ist eine außergewöhnliche Palette, weil es halt mehr Schimmerfarben ist. Nur so eine mattere Farbe. Ansonsten ist es halt eher so diese schimmernden Juwelenfarben. Dann das hier ist Cinnabar. Das sind halt mehr, das ist mehr so eine Palette für jeden Tag, sag ich mal. Schöne dunkle Farbe auch nochmal zum Vertiefen, aber ansonsten halt irgendwie auch so diese Orangefarben, Braunfarben, die halt irgendwie sehr, sehr schön aussehen, aber ein bisschen alltagstauglicher. Und was auch noch sehr schön ist, das ist Muse. Das geht mehr so in die rosige Richtung und gibt es auch so einen Topper, zum Beispiel auch wieder so metallisch, dann so leichten Schienen, matte Farben. Insgesamt eine sehr helle Color Story, aber halt eben absolute alltagstauglich, sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Und dann habe ich gedacht von wegen, oh, wo ist meine fünfte Palette? Ich habe eine halbe Stunde rumgesucht und habe sie nicht gefunden. Und dann habe ich mich bei Lisa Eldridge und habe auf meinen Account geguckt. Dann musste ich mir erst noch einen Code schicken lassen und hin und her. Und habe dann festgestellt, ich habe die gar nicht bestellt. Ich glaube, die war damals ausverkauft. Die war, glaube ich, ziemlich schnell weg. Die heißt Myth. Und die hat noch so ein bisschen mehr so ein bisschen lila Touch, lila Farbe drin. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht habe. Frau Schäfer, was ist denn los? Also auf jeden Fall habe ich gedacht, wo ist die Palette, die so schön wird? Wieso habe ich die nicht? Ne? Ich habe die irgendwie dann vergessen zu bestellen. Siehst du mal, ne? Also die werde ich mir auf alle Fälle auch noch zulegen. Myth heißt die, ne? Die sieht auch mega schön aus. Ich blende euch mal ein Bild davon ein. Also die... Das ist wirklich, wirklich, wirklich wunderschön. Das stimmt einfach alles. Stimmt alles an diesen Paletten. So, und zu guter Letzt der Lippenstift, den ich trage. Ich habe den euch ja schon so oft vorgestellt. Der ist von Lisa Eldridge, der heißt Muse. Und das ist der Velvet Muse. Ne? Und ihr seht ja auch, dass es so diesen Velvet, ne, diesen Samtcharakter hat. Die fühlen, sie sind aber überhaupt nicht austrocknet. Sie sehen mega aus. Ne? Und das macht auch eine richtig große, schöne Lippe. Und ich finde diese Farbe wunderschön. Ne? Das ist absolut meine erklärte Lieblingsfarbe. Ihr seht, also das ist, glaube ich, schon der zweite, den ich hier halb durch habe. Ne? Das ist also einfach meine erklärte Lieblingsfarbe. Wenn ich nicht weiß, was ich tragen soll, trage ich Muse. Das ist so schön. Ich hatte früher mal einen von Clinique, der hieß Pink Chocolate. Auch so, es ist fast die gleiche Farbe. Ne? Das war auch so mein Go-To, ne? Also mein Your Lips But Better. Ne? Also dieses Pink Chocolate, das sah mega aus. Ne? Das gibt es aber, glaube ich, gar nicht mehr. Ich habe schon mal geschaut, ich habe es nicht mehr gefunden. Ne? Aber da ist auch, da muss man nur aufpassen. Also da ist manchmal wirklich so, dass die auch dann abgebrochen sind. Aber wie gesagt, Lisa Eldridge hat sofort Ersatz geschickt. Und ich finde das Packaging toll. Es ist hier auch mit dem Magnetverschluss. Es sieht edel aus, es ist ja mega, es fühlt sich wertig an. Die Farbe ist so schön, die Farbe, die Konsistenz, es ist genau meins. Wenn ich einen Lippenstift kreieren würde, dann wäre er genauso. Das ist, also ich könnte es nicht besser machen, Mensch. Gott sei Dank hat sie Lisa für mich gemacht. Also, und der ist wirklich jeden Cent wert. Und den würde ich mir immer wieder nachkaufen, weil es für mich der perfekte Lippenstift ist. Und das Schöne ist, wenn man,
wenn ich die Sachen dann trage, dann geht es mir richtig gut. Ich fühle mich gut, ich habe das Gefühl von wegen, ich sehe gut aus. Und das ist doch toll, also was Make-up und Pflege alles machen kann, oder? Also ich meine, das ist doch mega, wenn man sich so eine gute Stimmung zulegen kann und kann es einfach im Geschäft kaufen. Was Besseres gibt es ja gar nicht, oder? So, meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr eure Zeit wieder mit mir verbracht habt. Es hat mir mega Spaß gemacht. Und ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen sehr gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ansonsten bis bald. Bleibt gesund, werdet gesund. Bis bald. Tschüss.